Und Sie sind seit Jahren schon an diesem Thema dran. Ich habe es gerade erwähnt, Sie sind Diplomphysiker, aber eigentlich sind Sie technischer Genau, Redakteur. Sie sind genau. Spezialist für technische Illustrationen. Nicht ganz. Meine Aufgabe ist, komplexe Sachverhalte, Maschinenanlagen so darzustellen, dass sie einfach sind. Also wenn Sie an eine Betriebsanleitung für ein Flugzeug denken, dann haben Sie immer das Gesamtsystem im Kopf. Sie können aber auch eine Dokumentation für ein Flugzeug so aufbauen, dass Sie sich nur auf die Hydraulik und die Pneumatik spezialisieren und dann sagt irgendjemand, das kann nicht funktionieren, das ist viel zu komplex, das Ding kann gar nicht abheben. Das heißt, ich beschreibe die Einzelaggregate, aber auch das Gesamtsystem zusammen. Okay, das heißt, die sind perfekt bei diesem Thema 9/11. Ja, das ist auch die innere Stimme, die mir das gesagt hat. Ich hatte immer gesagt, das sollen die Architekten und Ingenieure machen, bis ich gemerkt habe, übrigens auch durch ihre Arbeit, dass es nicht die Arbeit der Ingenieure ist, sich mit dem Thema zu befassen, sondern es ist die Aufgabe und die Pflicht der Physiker, das zu tun. Und dann vielleicht auch derjenigen, die technische Dokumentation machen, große Anlagen, und dann sagte die innere Stimme, jetzt bist du fällig. Okay, alles klar, da sind Sie ja genau richtig. Und jetzt ist so, es gibt verschiedene Thesen. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen? Warum, oder 17 Jahre nach dem Ereignis, jetzt im Herbst 2018, ist im Mainstream eigentlich so der Glaube oder so das allgemeine Verständnis, das ist jetzt kalter Kaffee, das haben wir jetzt alles erledigt. Gerade neulich kam wieder im privaten Fernsehen eine Dokumentation über die üblichen Verschwörungstheorien, wie es geheißen hat, ja, wie kann man denn auch nur den offiziellen Bericht anzweifeln? Warum ist das Thema für Sie so wichtig, wenn es eigentlich schon abgehakt ist? Also einerseits ist es der heilige Zorn über das, was die Kollegen vom Dienst da veranstaltet haben. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn man sich mit dem Thema weiter befasst, das wachsende Verständnis, in welchem geistigen Gefängnis wir eigentlich sind. Und es ist also einerseits, wenn man einsteigt, die Empörung, die einem die Energie gibt. Nachher aber auch die Erkenntnis, dass man eigentlich in einem Spinnennetz von Desinformationen gefangen ist und den Freund zum Feind quasi erklärt und den Feind zum Freund. Und es ist auch mein Wunsch, dieses Spinnennetz der Lüge zu lüften und eben eine Befreiung damit zu erreichen auf friedlichem Wege. Können Sie sich erinnern, wann bei Ihnen die erste Skepsis eingesetzt hat? Geglaubt habe ich nie. Ich Okay. hatte das große Glück, die Bilder des 11. September am 12. September erst zu sehen. Mein Cousin hat mich der wohnt in New York, angerufen. Der war zu dem Zeit in Deutschland und war ganz hysterisch. Und Also die ich. Aufregung des ersten Tages ist an Ihnen Ja, vorbeigelaufen. Ja, genau. okay. Das heißt, ich hatte ein Bild im Kopf, als ich das Internet angeschaltet habe, wie die Türme so zur Seite kippen und das Ganze runterfallen und kaputt sind. Und was ich da am 12. September sah, hat überhaupt nicht dem entsprochen, was meine Erwartungshaltung war. Ich habe einfach verstanden, dass ich nicht verstanden habe, was ich sehe. Und dann war 10 Jahre Ruhe. Ich habe mich für das Thema nicht weiter interessiert. Ich fand es einfach zu widerwärtig, zu empörend. Und ich habe wirklich gesagt, soll sich jemand anderes drum kümmern? Architekten, Ingenieure, deren ihr Thema. Ich bin erst mit 10 Jahren Verspätung durch den Film von Sophia Smallstorm, 9/11 Mysteries, darauf gekommen und habe gesagt, das ist ja eine ganze Latte, die man da strukturieren kann. Und dann war ich in meinem Arbeitsfeld drin. Das heißt, plötzlich war der Sport da, der sportliche Wunsch, eine Situation oder Ereignisse, die ich so noch nicht zusammenfügen kann, erstmal zu klassifizieren, zu sortieren, zu systematisieren, sodass ich sehe, was sehe ich eigentlich? Und dann kam also relativ früh auch der Beitrag von Ihnen über den Regenbogentreff, als Sie über Kalisow geredet haben. Und das war eine weitere Möglichkeit. Allerdings, irgendwas fehlte beim Eben, Kalisow das habe noch. ich damals auch gespürt. Ja, da ist Und noch was nicht rund. dann kam Dr. Judy Wood dazu, die hervorragende Bilder geleistet hat und eine hervorragende Arbeit bezüglich des Datenmaterials, bezüglich eines direkten Energiestroms. Sie hat sich dann leider auf ein externes Aggregat, eine externe Waffe als Erklärung beschränkt, während die Lösung, die ich als Modell heute präsentiere,
sieht den ganzen Turm als Waffe, als das Element. Also ein Zusammenspiel zwischen dem Granitboden und dem Turm selbst. Mhm. Also kein Todesstern oder eine gepulste Harpanlage irgendwo, die viele Kilometer weit weg ist, sondern das Ding ist eine Einheit. Mhm. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, und zwar, als Sie erzählt haben, Sie hatten eine gewisse Vorstellung von dem, was passiert ist. Und als Sie dann die Bilder gesehen haben, ohne dieses erste Trauma, das durch die Bilder erlöst worden, ist bei Ihnen so ein Spagat entstanden, so ein geistiger. Wie kann das sein? Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Mir ist aufgefallen, dass ich diese Interpretation von dem, was passiert sein könnte, gar nicht vorgenommen habe, weil ich durch den Schock der Bilder so gelähmt war. Ja. Und ich glaube, das ging vielen Menschen so, dass sie die Widersprüchlichkeit in dem, was man sieht, gar nicht erst sich vor Augen führt, weil dieses Trauma so stark ist, dass alles andere übertüncht wird einfach. Das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden, dass das ja auch mit einer der Gründe sein kann, warum viele Leute einfach gar nicht nachdenken, was da schiefgelaufen sein könnte. Aber gehen wir jetzt mal ins Detail. Also für uns ist es mit das eines der wichtigsten Themen in unserer Zeit. Darauf begründet sich ja die ganze Außenpolitik der NATO, der Vereinigten Staaten von Amerika und so weiter. Also die gesamten letzten zwei Dekaden eigentlich jetzt mittlerweile schon fast, sind geprägt von diesem Ereignis. Und was in der Welt passiert ist seitdem, das ist ja, das hätte man sich nicht ansatzweise vorstellen können. Also welche schrecklichen Sachen hier passieren. Deswegen müssen wir da nachschauen. Und wir versuchen jetzt in diesem Gespräch, diese ganzen Thesen in eine Kiste zu packen. Ja. Wir haben lange miteinander vorher schon telefoniert, wir hatten schon viel Kontakt und ausgetauscht, und ich bin zum ersten Mal, so habe ich das Gefühl, so verstanden zu haben, was passiert sein könnte. Aber da müssen wir der Reihe nach vorgehen. Ja. Also an diesem Tag sind drei Türme eingestürzt, nachdem zwei Flugzeuge angeblich aufgetaucht sind. Und die normale Physik hat damit kein Problem, weil man gesagt hat, naja, durch die strukturelle Schwäche und der Brand kam es zu einem progressiven Kollaps, Pfannkuchentheorie. Das Gewicht der oberen Stockwerke hat den restlichen Turm mehr oder weniger zertrümmert. Ja, die besondere Physik der NIST hat damit kein Problem. Genau. Die Physik hat ein großes Problem. Der amerikanische TÜV oder die amerikanische Untersuchungsbehörde, die NIST, das National Institute for Safety and Technology, hat eben einen Abschlussbericht rausgebracht, der diese Pfannkuchentheorie mehr oder weniger in den Augen, in den Köpfen der Menschen verankert hat. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ja ein 9/11-Lunatic, ein querfrontrechtsesoterischer Verschwörungstheoretiker. Ja. So, das ist dann immer so das Muster. Sind wir. Ja? Wir gehen jetzt dem aber mal nach. Ja, okay. Was sagen Sie zur ersten These? Also nach ein paar Jahren kam ja dann ein dänischer Professor, der den Staub untersucht hat und festgestellt hat, Moment, wir haben hier Spuren von einem Energieeintrag von außen, und es kann eigentlich nur dieser Sprengstoff gewesen sein, Thermit. Eine These von ihm war der Nanothermit, dass die Reaktionsoberfläche so weit vergrößert worden ist durch die Nanopartikel, dass es nicht nur ein Schmelzmittel ist, sondern sogar ein richtiges Explosionsmittel. Ja. Das habe ich für ein paar Jahre dann verstanden und dachte mir, okay, das war die Erklärung, auch wenn es nicht mit den Bildern passt. Ja. Hatte er recht oder hatte er Unrecht? Er hatte insofern recht, dass wir tatsächlich zur strukturellen Schwächung im Innern des Gebäudes Sprengsätze benötigen, um einen nuklearen Kamin zu machen. Das heißt, sie brauchen einen Verbindungsschacht im Innern, der die Druckluft aufnimmt, sodass die Türme nicht platzen, wenn diese Nadel nach oben schießt. Sie sind schon einen Schritt zu weiter gesprungen. Sie sehen, dass gerade der Anfänger muss einen Schritt zurückgehen noch. Also man hat für eine Vorbereitung, für einen weiteren Verlauf der Operation, hat man im Inneren einen Schacht gesprengt, damit die Aufzüge und alles, was da innen drin steht, nicht im Weg ist. Ja. Das war die Thermit-Ursache. Ja. Genau. Ah, okay. Und dann kommt gleich das Nächste. Dann kam der Herr Kaletsov, der behauptet hat, er kommt aus einer russischen Spezialeinheit, hat viel Erfahrung mit Atomwaffenexplosionen, mit Kernwaffen. Er kennt sich da gut aus, er war in irgendeiner russischen Spezialtruppe, und er hat in einem auch sehr großen Vortrag über 3 Stunden im Netz vor über 10 Jahren eben diese These der Kernwaffe gebracht. Ja. 150 Kilotonnen hat er gesagt. Hatte er recht oder hatte er Unrecht? Er hat zu stark vereinfacht. Er hat, wenn man es ganz grob nimmt, recht und sagt, unten Atombombe, das Ding zerfällt zu Staub.
So, das große Problem für uns ist, wir verstehen die Dynamik nicht und wir erwarten irgendwelche Effekte, die nicht eingetreten sind. Das heißt, Na, bei der Kernwaffe denkt man immer großer Blitz, genau, große Explosionswolke, genau. riesen Atompilz und so Das weiter. heißt, er hat korrekt dieses Phänomen in drei Gleichungsteile zerlegt. Das eine ist der Energieeintrag, das andere ist die Pulverisierung und das dritte sind radioaktive Zerfallsprozesse, also drei Komponenten einer Gleichung. Er hat sich allerdings in der Geschwindigkeit des Energieeintrags geirrt. Das heißt, wir hatten einen langsamen Energieeintrag im Boden und keine Detonation in einer Milli- oder Mikrosekunde, sondern wir hatten eine Reaktorbombe, die sich eine Stunde Zeit ließ, den Boden aufzuheizen. Das war also der erste Fehler von Kalisow, dass er eine gewaltige Druckexplosion quasi gesagt hat, fordert. Und das zweite ist die Zerstaubung des gesamten Turmes. Der stand ja noch die ganze Zeit. Das heißt, die Spitze kam nicht einfach so bröselig von oben runter, sondern der Turm stand die ersten 15 Sekunden stabil und hat sich dann entsprechend dem Bild hier fontänenhaft entladen oder zerstört. Okay. Und dann kam Dr. Judy Wood, die dann eben gesagt hat, die Art der Zerstörung, die 90-prozentige Pulverisierung des Turms ist eigentlich mit weder Thermit noch Atombomben irgendwie zu erklären, sondern ihre These war, dass es irgendeine Form von äußerem Energieeintrag durch nicht bekannte Waffen gab. Und als Beispiel dafür hat sie dann eben diese Mid-Air-Dustification angeführt, also sprich Stahl, der nach unten fällt und in dem Moment wirklich zu Staub zerfällt. 1200 Autos, die im weiteren Umkreis auch abnorme Verformungen aufgezeigt haben, Motorblöcke, die geschmolzen sind, Autos, die halb verrostet waren, also alle möglichen spooky Sachen. Und ihre These war dann eben Directed Energy Weapons, wahrscheinlich aus von oberhalb. Und das, die These hat sich natürlich dann verselbstständigt, Todesstern oder Raumschiff oder was auch immer. So, hatte sie recht oder hatte sie Unrecht? Sie hatte in vielen Dingen recht. Unrecht hatte sie, wenn sie sagt, die Energieeinwirkung kam von außen. Die Energieeinwirkung kam von innen. So, das ist das Erste. Und die ganzen anderen Effekte sind einfach Begleitphänomene, die auftreten, wenn man so eine Waffe zündet. Gerade wenn es sich um einen langsamen Energieeintrag, eine Strahlungswaffe handelt, die tief im Boden sitzt und eben ein bisschen Wechselwirkung macht an der Oberfläche. Okay. Aber die Hauptwechselwirkung muss im Zentrum des Turms auftreten. Also ich wiederhole es jetzt mal so, wie wir es im Vorgespräch besprochen haben oder wie ich es verstanden habe, Ihre Illustrationen. Und es wurde im Keller der Türme oder im Fundament der Türme eine Kernwaffe gezündet. Im Granit, 75 Meter tief. Also unter den Gebäuden. Unter den Gebäuden. Unter den Gebäuden, ja, wie weit kommen wir noch drauf? Wurde eine nukleare Reaktion ausgelöst. Ja. Die hatte zur Folge, dass nach einer gewissen Zeit, nach einer Stunde ungefähr, ein streng pulsartiger, gerichteter Plasmastrahl sich durch das Gebäude geschossen hat. Da wurde vorher der Schacht mit Thermit rausgesprengt. Und dann hat dieser Plasmastrahl oben ungefähr auf Höhe der Einschlagslöcher, wo die Löcher drin waren von den Flugzeugen, eine gewisse Wechselwirkung verursacht und hat dann den Turm mehr oder weniger von innen heraus und von oben nach unten pulverisiert durch diese ionisierten Effekte, also durch diese Effekte des Plasmastrahls. So habe ich es jetzt im Einfachen verstanden. Es ist grob vereinfacht, wie Sie es dargestellt haben. Im Prinzip ja, aber noch hätte man da sehr, sehr viele Kritiker, die sagen, kann nicht sein. Also ja, ja, wir sind nicht weit weg von Kalisow momentan. Aber Sie sagen, aufgrund der Analyse der Fakten gehen Sie davon aus, dass es eine nukleare Reaktion gab im unterhalb der Türme. Ja, und zwar absolut. Bei Gebäude 1, 2 und 7. Exakt. Okay, wie lässt sich das erklären? Weil das, die Folgefragen, die machen wir dann am Schluss, wer das geplant hat, wann und so weiter. Und das muss man ja vorher beim Bau schon alles berücksichtigt haben. Aber wie ging der Prozess los? Wann, um wie viel Uhr ungefähr wurde dieser Sprengsatz oder diese Reaktion im Fundament ausgelöst? Wenn wir uns an die Ereignisse zurückdenken an dem Tag, der Einschlag der Türme war 8.47 Uhr und 9.03 Uhr, also um 9 Uhr ungefähr rum. Also ich...
Ich erwarte, ich gehe davon aus momentan, dass der Prozess zeitgleich mit dem Einschlag der Flugzeuge gestartet wurde.